Hey ho, meine Lieben, willkommen zurück zu Resi 8. Kadu. Lebt das Ding? Ja. Ja, es sieht ganz danach aus. Ich meine, es bewegt sich. Reicht dir das nicht? Ja, nach der Ansage von dem netten Herrn hier, der hat so seine eigenen Pläne, glaube ich. Aber wir auch unsere, dementsprechend. Kommen wir zusammen und gehen dann wahrscheinlich auseinander oder so. Wir werden es sehen. Oh, guck mal hier, die vier geflügelten Dinger und so. Hier, zack. So, I have the passend Key for that. Ah, Leute, ich freue mich, das Game ist so gut. Guck mal, jetzt da hinten alles aufgesprengt. Kommen wir hier zurück, nur als Frage. Ja. Das ist gut, das will ich aber nicht. Ach so, ja. Hier war er ja schon offen, ne? Wir müssen wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl zurück, denke ich mal. Ja. Wir sollen ja wieder hoch, ne? Ja. Aber Moment mal, was ist jetzt eigentlich mit dieser Kiste hier? Hat sich da was geändert? Kommen wir da jetzt ran? Ah, wir kommen hier ran, wir können hier runtergehen. Oh, Moment mal, was? Stimmt, das ganze Wasser ist jetzt weg. Holy shit. Guck dir den Scheiß an. Das war alles unter Wasser. Ist jetzt einfach weg. Sieh dir das an. Kann ich runterspringen? Nee. Mal da unten ist die Kiste. Aber wir kommen dahin. Gut, dass ich nochmal hier lang gegangen bin, Mensch. Blendgeschosse. Ja, aber man hat keinen Platz, ne? Warte mal, wieso ist dieses verkackte Magazin hier? Das habe ich doch da schon aufgebaut. Achso, und da bin ich, glaube ich, gestorben. Ja, genau. Irgendwie so. Irgendwas ist passiert. Das stimmt. So, jetzt können wir aber hier runter. Und dann hier nochmal ran. Was gluckert hier so? Ist hier noch was? Sind wir nicht alleine? Willst du mir das sagen? Engelsstatue aus Silber. Oh. Ein wertvoller Schatz, nehme ich an. Na. Ich wollte mal gucken, ob wir hier schon irgendwas kombinieren können, aber... Ne. Nicht wirklich. Oh, doch, kombinieren. Aber wir haben dazu noch nicht den Kopf. Ja, gut. Okay. Egal. Noch ein bisschen Knete, ne? Das ist ja nie verkehrt. Alright, so let us go to the upstairs, ne? To sie back, ja. To sie nach oben. Back to sie nach oben. Upstairs. Hier, to the elevator. Zack. Going up. Upstars. Fragt euch nicht warum, ich habe mir dabei auch nichts gedacht eben. Ja, so ist das. Boah, ich bin gespannt, was hier alles kommt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht gleich nachher schon irgendwie zu Ende, aber na. Ich will nichts sagen, aber naja, so ein bisschen, also, ne, ja. Ich habe jetzt 5-6 Stunden Spielzeit oder so und das. Hab halt schon hier und da ein bisschen was gehört, ne? Naja, aber ja. Ich werde es auf jeden Fall mehrmals spielen. Also bei einem Durchlauf wird es definitiv nicht bleiben. I like that pretty much. Oh, Speisen. Speisen ist gut. Let's do it. Ah, Schweinchen.
Schweinchen! So, jetzt haben wir hier auch die Kurbel. Zack. Passiert da überhaupt was? Wow, okay. Ja, das Spiel manchmal mit seiner Logik irgendwie ein bisschen seltsam. Können wir das Ganze hier stapeln eigentlich? Wählen Sie alt um das GeForce Experience? Nee, halt deinen Mund. Keiner will dich. Keiner hat drum gebeten gerade. Ja. Misty Schmisty. Guck mal, wir haben so viele Gegenstände einfach mittlerweile, ne? Das ist richtig krass. Gut, zwei, drei Sachen davon sind Fotos und so. Aber trotzdem. Es ist relativ idyllisch gerade. Ja, genau. Oh, ja. Und dann kommen Viecher und... Genau. Und dann gibt es einfach einen Berg voller Leichen. Sehr idyllisch. Na. Ein Flügel. Können wir das jetzt schon kombinieren? Nee. Okay, das wird irgendwie eine riesengroße kristalline Statue, whatever. Oh. Und dann ist das Ding, glaube ich, echt viel wert. Wenn man da wirklich alle Teile nachher hat, oder wenn wir alle Teile für haben, dann gibt es, glaube ich, richtig 10.000, 20.000 oder sowas. Das lange erweiterte Magazin einfach. Es ist so gut. Es ist einfach so groß. Okay. Wo gehen wir als erstes lang? Hier können wir überall hoch. Hier können wir runter. Hier können wir rüber. Na gut, hier ist noch Kraut irgendwo gewesen. Danke. Was? Achso. Ja, mein verkacktes Inventar, ne? Vielleicht sollte ich mir wirklich einen größeren Inventarplatz nachher kaufen von dem Geld. Oh, hier ist ein Dicker noch drin. Naja, ja, hier ist irgendwas Dickes drin. Deswegen kann man hier auch nicht reingucken ins Haus. Nee. Nur ein niedlicher Normale. Oh. Der aber auszuweichen weiß. Mensch, du Arsch, geh mir auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack, Hans Franz. Oh, what the fuck. Wolfsbane, holy shit. Na, jetzt muss ich aber, glaube ich, mal Platz schaffen. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit dem Kadu machen. Es ist mein geheimes Labor. Heute habe ich drei Experimente mit dem Kadu gemacht, aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Kadu eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt.
Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen, deshalb habe ich es in einen Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern. Tja, das klingt alles durchaus interessant. Oh, ich würde schon fast eine Waffe dafür fallen lassen nachher. Hier irgendwie die Kackschrotflinte hier oder sowas. Ich glaube, das mache ich auch fast schon, du. Das kriege ich niemals alles untergebracht. Guck mal, die ist auch nochmal, die nimmt nochmal zwei Plätze mehr weg als die Dings. Also es ist fast eine Größe von der Schrotflinte. Ich werde das jetzt auch so machen, scheiß drauf. Pack mir den Revolver ein, der ist tausendmal cooler. Aber, nö, nix aber eigentlich. Nö, gar nix aber. Das mache ich so. Ich werde mal den noch da nach oben packen. Na gut, das bringt alles nichts, jo. Bestätigen. Ja, ja. Bestätigen. Die nicht weggeworfen werden können. Was? Wieso kann ich die nicht wegwerfen? Was ist denn das jetzt für ein Quark? Wieso kann ich die Scheiße nicht wegwerfen? Das ist ja Mist. Mach doch sowas jetzt nicht. Wieso kann ich die Kack-Schrotflinte nicht wegwerfen? Was? Willst du mich verarschen? Hab niemals genug Platz dafür. Okay, ich glaube die 1911, die ist schon besser, oder? Durchschlagskräftig. Ich werde mal die Kack-Lemi wegschmeißen dann. Jetzt sag mir nicht wieder, dass es nicht geht. Dann spucke ich ins Essen. Okay, die 14 Schrotmunition aber bestimmt nicht. Dann lieber zwei. Ach komm. Leck mich doch am Arsch. Wieso kann ich diese Waffen nicht wegschmeißen, wenn ich sie doch nicht mehr haben will? God damn. Ja, dann. Keine Ahnung. Dann müssen wir den Revolver hier lassen, du. Das geht nicht anders, ne? Achso, hier ist ein Mülleimer-Symbol überall davor. Mhm. Ja, es ist aber alles ein bisschen kacke, du. Das haut alles vorne und hinten nicht hin. Die vier Plätze kriege ich höchstens frei. Und selbst wenn ich das hier wegschmeiße, dann brauche ich immer noch zwei Plätze. Und das ist echt kacke. Ja gut, ich meine die Sniper-Munition, naja, das sind 9 Schuss, ne? Das ist jetzt auch nicht... Ist das überhaupt Sniper-Munition? Ja. Ja, und dann halt irgendwie hier noch so ein ja, Blendgeschoss vielleicht. Ich meine, gut, da tut jetzt auch nicht so weh, die wegzuschmeißen. Eigentlich schon, aber irgendwie... Irgendwas muss ich ja hier wegschmeißen, sonst komme ich ja hier nicht klar. Ich hätte mir vorher mal ein größeres Inventar kaufen sollen schon, statt irgendwelche Medic-Scheiße. Naja. Weiß man ja auch immer erst, wenn es zu spät ist, ne? Jetzt kriege ich das hier auch nicht. Ach, leg mich doch am Arsch. Wie packe ich denn die Scheiße hier rein, sag mal? Kacke. So. Ich hoffe, du bist es wert. Du Revolver. Oh oh. Oh nee, nicht wieder so eine. Oh nee.
2 Schuss? Was? 2 fucking Schuss, Alter. Was zum Teufel? Ja gut, eine Magnum halt, ne? Holy shit. Oder halt ein Revolver, der mit Magnum-Munition, naja, macht, das macht's ja zu Magnum, ne? Ach, frag mich nicht. Ich und Waffen, ey. Aber das Ding ist strong, also pff, kann man nichts sagen. Holy moly. Kristalline Bestie wieder. Ja. Okay. Müssen wir eigentlich machen? Festung aufsuchen. Aha. Moreus, versteckte Waffe. Da bin ich wohl gerade, wa? Die Festung. Achso, hier oben rechts, ne? Wahrscheinlich. Also. Hier rechts. Den Weg. Also zurücklaufen jetzt, oder was? Ich denke ja. Oh, guck mal da oben. Achso, hier waren wir schon. Ne, hier waren wir noch nicht. Eine Kugel, Meerjungfrau. Ah, ach, hier geht's weiter. Ah, okay. Ja, keine Sniper. Ja, Sniper, Sniper. Ja, du, tut mir leid, ich kann gar nicht mehr tragen, du. Echt, das ist echt traurig. Aber es ist jetzt leider so, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Hier stampft doch was. Ne, das ist die Mühle. Ja, nächstes Ziel im Shop, bisschen was verkaufen und dann sich definitiv ein größeres Inventar kaufen. Oh, da lang. This way. Wer hat denn das hier aufgemalt? Wir waren da so hilfsbereit. Und gütig. Haben die das gemacht? Hier lang, Papa. Was? Papa? Was zum Teufel? Rose is wait in is waiting for you. Oha. Was trampelt hier? Ziegenböcke. Äußerst aggressiv. Ich meine, können die werden? Naja, ich glaube, wenn man denen zu nahe kommt, dann geht's rund. Oh, was hier passiert? Show must go on. Ja. Ich weiß, dass ich jetzt hier nicht lang soll. Ich wollte bloß mal gucken. Aber hier ist auch nichts weiter. Ist hier noch irgendwas drin? Ne. Hier bin ich. Oh! Oha, hier steht ein Laptop auf einmal. Was zum Teufel? What the fuck? Datum. Ankunft. Keine Anzeichen von sowieso. Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf Aufenthalt von sowieso. Also Ethan Winters, Rose Winters, Basis in Kirche eingerichtet, weiter Durchsuchung des Labors, Analyse, Pilzproben, Infiltration der Fabrik. Alpha. Was für eine Fabrik? Der nächste Ziel ist die Infiltration einer Fabrik.
Oh, da ist noch ein Brunnen. Das können wir nochmal was hochziehen. Ja gut, war mir eh kein Platz im Inventar. Also von daher können wir es eigentlich auch gleich lassen. Achso, das war die falsche Kurbel. Huch. Oh. Oder wir kriegen einen Schatz. Geht natürlich auch. Hier ist abgeschlossen. Das ändern wir mal. Was ist das hier? Ach so. Ah, Hallöchen. Ich hätte mich fast schon wieder selbst geheilt. Ich meine, ich habe die Taste gedrückt. Ich weiß gar nicht. Bin ich leer von Heilung? Ja, ich bin leer. Ich wollte gerade sagen, ich hätte sonst... Ich habe keinen Platz. Das ist so lächerlich. Ja, ich muss mir jetzt echt Inventarplatz kaufen. Es geht so nicht weiter hier, Kines. Das geht so nicht. Können wir so nicht machen. Kann so nicht arbeiten. Kann so wirklich nicht arbeiten. Treffe ich ihn dann nochmal wieder hier, meinen Kumpel eigentlich, bevor wir jetzt da... Wo war er denn? Achso, er war ja hier gleich rechts. Ne, 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 ne. Ich muss noch mal erst zu ihm. Achso, ist er noch da eigentlich oder sitzt er jetzt? Moment mal, das ist gar nicht die Seite, ne? Es ist überhaupt nicht die Seite des Dorfs. Ah, hier, ja. Sitzt er jetzt da oder sitzt er jetzt immer noch da in dem Moriau-Sumpf? Ah, er ist jetzt hier. Sehr cool. Oh, jetzt nochmal Speichermaschine. Cool. Ah, entschuldige. Alles gut. Okay. Ich denke mal, die Kristalldinger werde ich wohl nicht brauchen, oder? So die Schädel und so weiter, dass man das zusammensetzen kann, kann ich mir alles vorstellen, aber ich denke mal, die anderen Sachen. Und die Holzziege ist ja auch so weit zusammengesetzt. Guck mal, bei 15.000 dann gleich, ne? Das ist natürlich krass. Das ist natürlich krass. Engelstatue aus Silber. Ja, ich denke auch nicht, dass ich damit noch irgendwas machen kann. Das kann ich, glaube ich, direkt so verscheuern. Oh, was bringst du mir denn da Schönes? Oh, dann wollen wir, können wir auch aufwerten. Schau mal, den können wir noch stärker machen einfach. Krass. 16.000, eine Stufe. Alter Schwede. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Alter Schwede. So, hier Inventarplatz. Das ist ein sehr gefragtes Produkt. Keine Diskussion. ja. Was ist das denn? Zielfernrohr immer noch, okay. Ich kaufe mir tatsächlich einmal, das ist so übertrieben, aber besser, ich kaufe mir das einmal. Ich würde gerne die Schrotflinte ein Stück stärker machen, aber weiß nicht, ob sich das so lohnt, so 16.000 auch einfach, ne? Oder ich mache halt meine Pistolen, oh, das kostet ja auch schon 17, oh, Alter. Ah, die 1911, die mag ich. Ich glaube, die werde ich einmal aufwerten, scheiß drauf. Überlass das mir. So, komm, das war's jetzt auch. Reicht. Auf Wiedersehen. Jupp, reingehauen. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Ist auch bitter nötig, weil irgendwann hast du das ganze Inventar nur noch voller Waffen und kannst nichts anderes mehr tragen. Das ist natürlich auch ein bisschen kacke, ne? Also, das... Ah, ich wusste es! Muss ja nur auch nicht sein. Ich wusste, dass die mich angreifen. Ihr Schweineböcke. Also ein Mix aus Schweine und Bock.
Oh Leute, Mensch, wir müssen den Schluss machen. Wir sind ja 25 Minuten. Meine Güte. Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Macht's gut. Ciao, ciao.